Neue Schiffe, Ende des Targoidenkriegs, komplettes Rework einer Spielmechanik und ein geheimnisvolles, völlig neues Feature. Das klingt wie eine neue, lange Roadmap zu Elite Dangerous, ist in Wirklichkeit nur der Jahresplan für 2024. Hallo und herzlich willkommen zum Galactic Report. Und es ist verdammt lange her, dass ich bei dem Galactic Report mal nicht wusste, womit ich anfangen sollte. Am Mittwoch fand zum ersten Mal das neue Live-Format von Frontier Developments statt. Frontier Unlocked. Statt jedem Spiel einen eigenen Stream zu widmen, wird es nun am letzten Mittwoch des Monats immer einen Stream zu allen Games des Herstellers geben. Bereits im Vorfeld zu der ersten Ausgabe war angekündigt worden, dass diese einige Ankündigungen zu Elite Dangerous für 2024 beinhalten sollte. Und da muss man sagen, hat FDev auch geliefert. Wir gehen das Ganze der Reihe nach durch. Zunächst mal wird es am 26. Februar das nunmehr 18. Update von Elite Dangerous Odyssey geben. Es folgen einige Spoiler, also empfehle ich für alle, die komplett spoilerfrei bleiben wollen, zum nächsten Zeitabschnitt im Video vorzuspringen. Ich warte kurz eine Sekunde. Okay, noch da? Na, dann geht's los. In Update 18 wird das Finale und das Ende des Targoidenkriegs Einzug halten. Seit über einem Jahr läuft dieser große Story-Arc, in dem aufgrund von Salvations AX-Waffensystemen die Bubble mit gigantischen Titanen der Aliens angegriffen wurde. Seitdem befindet sich die Menschheit fraktionsübergreifend in einem Verteidigungskrieg. Dieser Arc nähert sich nun seinem Ende. Und das wohl mit einem lauten Knall, denn es wird wohl Schlachten mit den riesigen Titanen geben. Man will noch nicht zu viel bekannt geben, da man wie bisher auch Wert darauf legt, dass die Commander die neuen Inhalte in-game erfahren und erspielen. Aber alleine diese Info klingt schon ziemlich beeindruckend. Das Ende des Targoidenkriegs dürfte was für alle Spieler sein. AX-Spieler werden wohl ein fulminantes Finale erleben und auch die weniger AX-basierten Spieler erwarten das Ende des Kriegs wohl sehr. Denn die letzten Updates sind vornehmlich mit diesem Thema beschäftigt gewesen und für die Commander, die lieber andere Themenfelder bespielt haben, war die Lage natürlich dann eine andere. Diese anderen Themenbereiche kamen in den letzten Updates sehr kurz. Wie es nach Update 18 mit den außerirdischen Wesen weitergeht, ist dabei unklar. Viele gehen aktuell davon aus, dass die AX-Inhalte dann deutlich abnehmen oder sogar verschwinden werden. Ich selbst glaube das nicht. Man entwickelt nicht Titanen und all die neuen Dinge, um die dann komplett aus dem Spiel zu nehmen. Vermutlich wird es eher darauf hinauslaufen, dass die Invasion endet, man aber in Teilen des Alls immer noch auf die Titanen treffen kann, wenn man Lust drauf hat. Wie seht ihr das? Damit aber nicht genug, denn auch über Update 19 wurde gesprochen. Und der schon 2022 in der Roadmap stehende Key Feature Overhaul, also die Komplettüberarbeitung einer wichtigen Ingame-Spielmechanik, ist nun sicher. Sie wird im Sommer mit Update 19 kommen und es betrifft das Powerplay. Powerplay oder die Machtspiele ist der Kampf zwischen den wichtigsten Anführern innerhalb der Kernregion der menschlichen Zivilisation. Eine Mischung aus Diplomatie, Krieg und Handel, die von vielen Kommandanten vorangetrieben wird, die sich der ein oder anderen Macht angeschlossen haben. Allerdings ist diese Spielmechanik eher unbeliebt. Man verdient Merits. Man kann für eine Sache kämpfen und gemeinsam mit seiner Fraktion um Macht und Einfluss in der Galaxie spielen. Soweit die Theorie. Denn leider ist es dazu verkommen, dass viele es nur wegen den freischaltbaren Modulen und Vorteilen anspielen. In meinem Bekanntenkreis sind nur wenige Spieler in diesem Bereich sehr aktiv. Das hängt damit zusammen, dass hier tatsächlich ein massives Verbesserungspotenzial besteht. Was schade ist, denn das Potenzial davon ist riesig. Mit dem komplett überarbeiteten Powerplay 2.0 soll sich das nun alles ändern. FDev hat in der Vergangenheit wiederholt die Spieler befragt und Verbesserungsvorschläge eingesammelt. Und daraus resultierend wird nun das alte System durch ein komplett neues ersetzt. Auch als Nicht-Powerplay-Spieler halte ich das für eine wahnsinnig gute Nachricht, denn richtig umgesetzt könnte es das Ding für die Zukunft sein und richtig Roleplay ins Game bringen. Aber auch mit Update 19 endet die Entwicklung nicht. Denn für hier wurde ein komplett neues Feature angekündigt,
kein Rework, sondern eine komplett neue Spielmechanik. Diese wird ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen und Details werden in den nächsten Livestreams von FDev veröffentlicht. Zwischen diesen großen Updates wird es weiterhin kleinere Patches und Bugfixes geben, auch das ist sichergestellt. Auch damit nicht genug für 2024. Ich persönlich habe ja einen Nachteil im Spiel. Ich bin bekanntlich relativ spät eingestiegen und hatte nie das Vergnügen mitzuerleben, wie ein neues Schiff implementiert wurde. Wie nun bekannt wurde, sind nicht nur die Spieleentwickler aktiv gewesen, sondern auch die Schiffshersteller in der Bubble. Und so stellt der Hersteller Falcon DeLacy nun das erste neue Raumschiff seit Jahren vor. Die Python Mark II. Die Auslieferung beginnt auch noch in diesem Jahr und laut den aktuellen Informationen wird es nicht das einzige neue Schiff in Elite bleiben für dieses Jahr. Drei weitere Schiffe werden in 2024 erscheinen. Details hierzu werden in den nächsten Streams erwartet. Also auch für die Leute, die nach jahrelangem Warten endlich neue Schiffe haben wollten, wird 2024 das Jahr. Lead Community Manager Arthur Tolmie machte außerdem Andeutungen, dass noch mehr als das geplant ist, er dazu aber leider noch nichts verraten kann. Das sind meines Erachtens wahnsinnig gute Zeichen am Horizont. Wenn FDev nun auch liefert, was die neuen Inhalte angeht, könnte 2024 ein Jahr für Elite Dangerous werden, wie wir es seit langer Zeit nicht mehr erlebt haben. Es fühlt sich irgendwie so an, als würde das Spiel langsam aus einem viel zu langen Winterschlaf aufwachen. Die nächsten Wochen und Monate dürften ziemlich interessant werden. Natürlich halte ich euch hier über alles, was es Neues gibt, sehr zeitnah auf dem Laufenden. Ich hoffe also, wir sehen uns im Galactic Report dieses Jahr deutlich häufiger als im letzten Jahr. Wenn ihr mehr Infos zum aktuellen Powerplay haben wollt, kann ich euch den Artikel auf stellarnebula.de empfehlen. Und wenn ihr mit uns gemeinsam auf die neuen Dinge warten wollt, kommt gern ins Discord, stellarnebula.de/discord. Wie seht ihr diese News und Informationen? Glaubt ihr, Elite Dangerous erlebt ein gutes Jahr? Seid ihr schon umgezogen zu einem anderen Game? Wartet ihr auch auf neue Schiffe oder werdet ihr eher dem Powerplay 2.0 eine Chance geben? Es wird interessant. Ich wünsche euch jetzt schon ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, euer Science Keeper.